Die meisten Fotos entstehen heutzutage nicht mit einer großen Kamera mit Wechselobjektiven, sondern natürlich mit unserem Smartphone. Auch wir Fotografen können uns davon natürlich nicht freisprechen. Und so haben wir auf foto.tv natürlich auch einen ganzen Kurs zum Thema Smartphone-Fotografie. Und damit hallo und herzlich willkommen hier bei foto.tv. In unserem Kurs zum Thema Smartphone-Fotografie zeigt euch Marvin Ruppert Tipps, Tricks und Wissenswertes rund um das Thema Fotografieren mit dem Handy. Denn mittlerweile können unsere Handys mehr als einfach nur ein bisschen knipsen. Anhand der Panorama-Funktion zeigt euch Marvin Ruppert, wie er ganz besondere Porträts macht, in dem der Protagonist gleich viermal drauf ist. Da können wir gleich so ein kleines bisschen mal kreativer werden in Sachen Porträt, nämlich kann ich euch mal einen kleinen Trick zeigen, wie man mit der Panorama-Funktion auch ganz coole Porträts machen kann, die ja so mit dem menschlichen Auge eigentlich nicht wirklich wahrnehmbar sind. Ich bewege das Panorama so ein Stückchen, bis er drauf ist und auch wirklich auf Nummer sicher. Und dann fährt er einmal hinter mir vorbei und setzt sich auf den nächsten Spot. Und so machen wir das Ganze jetzt einfach nochmal. Okay, bist du bereit? Ja. Alles klar, dann. Okay. Dann am besten ungefähr so dahin. Okay. Okay, jetzt sollten wir auf Nummer sicher sein. Dann ungefähr da so hin am besten. Okay, hab dich. So. Oh, jetzt habe ich Flo mit drin. Magst du mal kurz aus dem Bild gehen, Flo? Wobei, ich drehe jetzt weiter in die Richtung. Ich habe dich auf jeden Fall drin. Na gut, okay, dann schneide ich im Zweifel hinterher raus. Okay, das war der zweite Versuch. Wir schauen mal. So, Nummer 1 haben wir. Nummer 2 haben wir, inklusive Füßen. Nummer 3 haben wir, auch komplett. Nummer 4 haben wir, auch komplett. Und Flo. Ja, das Ganze jetzt insgesamt. Ja, könnte man jetzt noch ein bisschen weiter rumprobieren, die Abstände noch so ein bisschen optimieren, dass alles so die gleichen Abstände sind oder so. Aber ich würde sagen, ihr seht, wie es funktioniert. Wenn wir später noch einen coolen Spot finden, machen wir es vielleicht nochmal. Ansonsten, ja, ist das schon sehr vorzeigbar, finde ich. Ein toller Tipp, macht doch so einfach mal die nächsten Porträts von euren Freunden. Die werden begeistert sein. Wenn ihr von Tipps und Tricks nicht genug bekommt, dann schaut doch mal auf foto.tv.de vorbei. Dort warten 3.500 Filme auf euch. Meldet euch kostenlos an, registriert euch für den Newsletter und ihr erhaltet 5 Credits, mit denen ihr eure ersten Filme freischalten könnt. Und weiter geht die Action. Und damit kommen wir direkt zur Action-Fotografie mit dem Smartphone. Das Tolle ist nämlich, dass unser Handy klein, leicht und super handlich ist. Also kriegen wir es auch in Positionen, in die eine große Kamera oft nicht drankommt. Nutzt doch mal den Burst-Modus, um eure Action-Fotografie auf ein neues Level zu bringen. Das heißt, ich positioniere mich jetzt einmal. Und zwar, hier haben wir diese lustige Rampe. Ich mache das Ganze, ja, ich denke, hier ist ein ganz guter Ort. Und ja, wir schauen mal. Und tatsächlich machen wir das auch hier hinten im Bild, weil, wenn wir uns jetzt mal umschauen, das Licht kommt von so da hinten oben. Das heißt, dann haben wir ihn auch quasi frontal beleuchtet und, oh, da hängen sehr viele Schuhe, sehe ich gerade. Cool. Genau, dann haben wir ihn auch frontal beleuchtet. Wir könnten das Ganze auch ein bisschen weiter vorne machen, aber dann haben wir einfach sehr viele Bäume im Vordergrund, die ihn in Schatten hüllen und das möchten wir nicht. Okay, nächster Versuch. So, ich gehe wieder in Position und jetzt kommt auch die Sonne wieder raus. Los geht das. Wunderbar, ich gehe noch mal ein kleines bisschen näher ran. Ich probiere es jetzt noch ein kleines bisschen weiter oben, damit ich in dem Sprung so ein bisschen mehr von vorne drauf habe. Und das rufe ich mir jetzt auch noch mal zu. Ich fotografiere mal von weiter oben, dann habe ich dich mehr von vorne drauf. Ne? Wie angekündigt. Okay. So, das war doch cool. So, ich drehe mal wieder um. Ja, jetzt wird es doch so langsam hier. Bam. Das ist doch mal ein Foto.
Also noch mal kurz was zur Serienbildfunktion. Die funktioniert bei den meisten Phones so, dass man einfach den Auslöser gedrückt hält und sieht dann, da wächst dann so eine kleine Zahl, die wird immer schneller und ich habe es jetzt nicht ganz genau gemessen, aber so 10, 15 Bilder pro Sekunde macht die, also richtig schnell. Tatsächlich auch in voller Auflösung und ihr könnt dann hinterher aus der gesamten Sequenz von Bildern, die ihr gemacht habt, die wird als eine Sequenz gespeichert, das coolste oder die coolsten Bilder auswählen. Und das ist bei so Skate-Fotos natürlich ideal, weil exakt den richtigen Moment finden, wo die Sprungbewegung genau richtig ist und so weiter, kann ja manchmal ein bisschen schwierig sein. Sind das nicht spektakuläre Bilder? Probiert's doch mal aus. Macht's einfach mal nach. Das Gute an unserem Handy ist, dass wir es zu jeder Zeit dabei haben. Also auch, wenn wir abends im Club sind oder durch die Stadt ziehen. Versucht doch mal, die Nachtfotografie zu eurer Fotografie zu machen. Marvin Ruppert hat da einen ganz tollen Tipp für euch. Und zwar hat er ein kleines Accessoire, das ihr eigentlich überall findet. Nämlich eine Klopapierrolle. Ich habe noch ein kleines Utensil dabei, an dem ich euch nochmal zeigen kann, dass wir für diesen Film auch wirklich keine Kosten und Mühen gescheut haben. Und zwar ist es ein sogenannter Spotlight-Projektor für das Smartphone. Es ist natürlich einfach eine leere Klopapierrolle. Und ja, ihr seht jetzt, wenn ich den hier vorsetze und das Ganze mal auf Henrik ziele, dann haben wir hier ein lupenreines, astreines Bühnenspotlight aus einer leeren Klopapierrolle. Und ich gebe dieses Spotlight, jetzt brauchen wir natürlich mehrere Hände, dieses Spotlight gebe ich jetzt mal ab an wen? An Flo? An dich? An Sebastian? Genau, setz doch mal bitte das Spotlight. So, wunderbar. Und ich mache jetzt noch mal so ein schönes Spotlight-Bild. Bisschen höher und relativ mittig. Genau. So, wunderbar. Wir sind hier auf der Häuserecke, deswegen ist jetzt kein Spotlight, sondern ein Tropfen. Und ich bin selber im Schatten mit drin. Ist das nicht cool? So. Alles klar. Genau. Gehen wir nochmal auf die gerade Fläche um die Ecke einfach. Na, hier ist, glaube ich, gut. Ja, hier ist jetzt ein Schriftzug in der Ecke, aber den sieht man, glaube ich, nicht wirklich auf dem Bild. Ja, so ist doch super nice. So, bisschen höher bitte. Wunderbar. Also den Spot ein bisschen höher, genau. So, und jetzt haben wir hier doch ein lupenreines Spotlight-Porträt. Schau mal in die Linse, genau. Können auch ein bisschen näher rangehen. Geh mal so richtig nah ran, kann man noch mal so ein bisschen kreativ rumexperimentieren. Naja, super close funktioniert jetzt nicht so gut. Nee, doch eher so ein bisschen auf die Entfernung. Na, also so wie wir es gerade gemacht haben, das ist doch ein lupenreines, das funktioniert doch als Plattencover, würde ich fast sagen. Wenn euch das jetzt neugierig gemacht hat, in der Videobeschreibung findet ihr den Link zum Kurs Smartphone-Fotografie. Ein kleiner Reminder. Meldet euch auf fototv.de kostenlos an, abonniert den Newsletter und ihr kriegt 5 Credits, mit denen ihr 5 Filme kostenlos sehen könnt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da und abonniert den Kanal. Gerade mal 25% von euch sind bereits Abonnenten, der Rest kann es noch werden. Also, wenn euch unser Content gefällt, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr auch keins unserer Videos mehr. Ich sage vielen Dank, bis zum nächsten Mal, viel Spaß bei der Smartphone-Fotografie und ciao.